Also mein größter Wunsch wäre halt wirklich, dass wir irgendwann mal wieder zum Kindergeburtstag oder zu Weihnachten alle an einem Tisch sitzen. Sagt Ballermann-Star Melanie Müller. Nach der Trennung von Noch-Ehemann Mike Blümer zeigt sie sich wieder glücklich mit ihren Kindern und neuem Partner Andreas Kunz auf Instagram. Patchwork-Glück für die Ballermann-Sängerin? Wir treffen sie zum exklusiven bunte.de-Interview auf Mallorca. Ja, das klappt super. Es ist natürlich immer noch, es ist so ein bisschen, die sind natürlich in dem Alter, das so, das ist noch nicht so ganz safe. Es wird so heimlich der alte und der neue Papa gesagt, ne? Für mich ist wichtig, dass sie im Mittelpunkt stehen und dass sie kein so wenig wie möglich Stress mitbringen. Und ich glaube, das haben mein ehemaliger Lebenspartner und ich haben das ganz gut im Griff. Dass die Kinder in der Öffentlichkeit stehen, sorgt in der Vergangenheit zwischen Ex-Freund Mike und Melanie immer wieder für Diskussionen. Naja, ich sag mal, mein damaliger Lebensgefährte hat natürlich auch damit Geld verdient. Ne? Also das fing von der Schwangerschaft an und bis zur Geburt und hört da irgendwann auf mit den ersten Werbedeals. Kinderzahnbürsten, Kinderwindeln. Und das ist dann immer so leicht gesagt, wenn man sagt, oh, jetzt möchte ich nicht, dass meine Kinder mehr in die Presse gezogen werden. Das geht nicht. Wir stehen in der Öffentlichkeit und entweder macht es dann wirklich so wie Oliver Pocher, dass man sagt, bitte nicht. Aber wir haben uns dafür entschieden, damit Geld zu verdienen. Und das machen viele andere Promis und ich glaube nicht, dass da meine Kinder drunter leiden.